begrüße heute ist Sonntag, der 31. Januar 2021, Mittag, unsere neue Ausstellung. Ich begrüße die Mitglieder unserer Künstlervereinigung Augsburg die Ecke und Freunde der Künstlervereinigung zu unserer neuen Ausstellung namens Neue Mitglieder 3, die wir heute leider wieder ohne Zuschauerbeteiligung oder Besucherbeteiligung durchführen müssen. Ich bin der Hoffnung, dass wir im Laufe der nächsten Wochen tatsächlich auch die Möglichkeit haben werden, Besucher hier in die Ausstellung zu bringen, die meines Erachtens wirklich eine sehr schöne und sehr ansprechende Ausstellung geworden ist. Und ich bedanke mich vor allem jetzt für die Mithilfe von Oliver Kautz, der nachher ein Künstlergespräch führen wird. Und ich bedanke mich auch für die Teilnahme an dieser Eröffnung heute von Jo Thoma, die hier steht, Künstlerin, die hier ausstellt, und von Thomas Singh hier, der hier auch in dem Bereich ausstellt, quasi stellvertretend für alle Künstler, also alle weiteren 10 Künstler, insgesamt sind es 12 Künstler in der Ausstellung. Ich bedanke mich auch bei Arnold Schenk für dieses Video. Dieses Video, wie gesagt, wird auch in 2 Teilen heute stattfinden. Das erste ist jetzt diese Eröffnung. Der zweite Teil ist ein Rundgang über die Ausstellung, sodass jedes Exponat quasi abgefilmt wird und im Internet auf YouTube gesehen werden kann von Leuten, die das gerne sehen wollen. Vielen Dank. Jetzt werde ich einen kurzen Text vortragen zu dieser Ausstellung unter dem Titel Kontinuität. Das soll quasi eine Klammer um die Ausstellungsbeteiligten darstellen. In den vorherrschenden pandemischen Zeiten mit Eingriffen von kollektiver Angst und Ungewissheit in fast allen gesellschaftlichen und persönlichen Bereichen der Menschen versucht unsere Künstlervereinigung Augsburg die Ecke geradezu stoisch ein Spagat der Normalität darüber, im noch zulässigen Ausstellungsbetrieb mit der Fortsetzung der Reihe der Ausstellungen Neue Mitglieder, nun mit der Nummer 3 wieder in der Ecke-Galerie. Im Januar, Februar, jetzt wird es mittlerweile dann Februar 2021, zeigen die in den letzten 3 Jahren in die Künstlervereinigung aufgenommenen 12 Künstler und Künstlerinnen mit den ausgestellten Werken ein großes Spektrum künstlerischer Genres über Malerei und Zeichnung, namentlich Dagmar Armling, Thomas Lauschek, Yi Li und Jo Thoma, plastische Objekte und Skulpturen, namentlich Nana Grönborg, Thomas Fackler und Thomas Singh, Holz- und Linolschnitt, Karin Brandl, Schmuckobjekte, Moritz Rasch und ebenfalls Nana Grönborg, Fotografie, Kerry Töner und erstmals auch eine Audioinstallation von Tom Kratzer. Wie Künstler sich der Eingrenzung in geläufige, in Klammern monokausale Kunstsparten entziehen, sieht man exemplarisch bei den Arbeiten von Alexandra Vasilikian. Das sind Fotos und Asche, Fotochemie und Mischtechnik auf Fotopapier. Ebenfalls bei Jo Thoma, die ich nochmal erwähnen will, die zu ihrer Malerei noch gleichwertig Radierungen und Fotografien zeigt. Insgesamt ein spannendes, künstlerisch hochwertiges, handwerklich anspruchsvolles, visuelles und auch akustisches Angebot zur Rezeption. Die Ausstellung schließt mit ihrer Bandbreite erstaunlich schlüssig an die Vorgängerausstellungen der neuen Mitglieder 2, aber auch Mitglieder 1 an und beleuchtet eine Kontinuität innerhalb der seit Jahren neu in den Verein aufgenommenen Künstler. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung das erfolgreiche Bemühen der Künstlervereinigung, eine Anziehung für Künstler auszustrahlen, in der begründeten Annahme, in deren vereinshistorischer Tradition eine Basis für eine künstlerische Heimat, in Anführungsstrichen, zu finden.
allen Besuchern, und ich hoffe, dass es viele werden und dass es überhaupt möglich ist, dass man hier Besucher im Rahmen der Auflagen hier reinlassen darf, allen Besuchern empfehle ich, ebenso entspannt und achtsam in eine nachpandemische, hoffentlich hellere Zeit hineinzugehen, wie auch in diese Ausstellung Neue Mitglieder 3. Mein Dank gilt vorrangig den ausstellenden Künstlern, in dem Fall zusätzlich noch Jana Schwindel, die mit mir diese Ausstellung kuratiert hat und gehängt hat. Das ist also auch nicht so einfach und das muss man auch mal erwähnen. Insgesamt denke ich, eine wirklich sehr schöne, gelungene Ausstellung, und darf Oliver Kautz bitten, jetzt mit den Künstlern ein kurzes Gespräch über ihre Arbeit zu führen. Liebe Tschur Thoma, wir sind sehr froh, dass wir Sie für die Künstlervereinigung Augsburg gewinnen konnten. Günter Baumann hat es eingangs ja schon kurz gesagt, Sie sind sehr vielseitig, Radierungen, Ölmalerei, Fotografien. Es fällt auf, dass überall Wölfe, Füchse, Wald verbinden, auch automatisch damit. Können Sie uns das irgendwann weiter erklären? Ja, manchmal passiert es, dass tatsächlich Gestalten auftauchen, die man nicht kontrollieren kann. Aber ich komme so aus dem literarischen Bereich, also ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftler, und es verstecken sich auch immer wieder so literarische Verweise, sodass die Bilder eigentlich, die muss man entkodieren, also man muss sich damit beschäftigen oder darf sich damit beschäftigen und findet da vielleicht die ein oder andere Zitation aus einem Werk. Und ich beschäftige mich mit tatsächlich Naturmythen, skandinavischen Mythen. Ich bin Amerikanist, das heißt, ich beschäftige mich auch mit nordamerikanischen ökologischen Bewegungen und Theorien. Und die tauchen da immer wieder mal so ein bisschen auf, diese Gestalten, und sind sehr rätselhaft, die müssen auch nicht perfekt erklärt sein. Die Farbigkeit fällt auch auf, rot-schwarz, eigentlich in allen Arbeiten, egal ob es die Ölmalerei oder die Radierungen sind. Hat das auch einen Hintergrund für Sie? Mir gefällt es am besten. Also ich habe es bei diesen Drucken tatsächlich, das sind Radierungen von zwei Platten, habe ich experimentiert mit verschiedensten Farben. Und dieses Zinnoberrot hat einfach am besten funktioniert. Also mir hat es am besten gefallen. Das war so eine rote Phase, sagen wir mal so. Ich experimentiere gerade mit Blau und Lila und solchen Tönen. Aber dieser Kontrast zu dem Schwarz, das fand ich doch am überzeugendsten. Ja. Kann man vielleicht einen kurzen Blick auf dieses Bild werfen? Würden Sie uns das ein bisschen dekodieren können? Also es fällt unten auf der Stern, da denke ich automatisch an Hollywood, an den Boulevard mit dem Stern. Ja. Hat es damit was zu tun oder wie? Ah ja, das kann man natürlich auch so sehen. Ja, der Stern, der taucht viel auf. Also der hat auch oft so eine Bedeutung von der Frage nach Individualität. Individualität, manchmal versucht man ganz besonders zu sein und ist dann doch wie alle anderen auch. Also das ist so der Hintergrund des Sterns. Manchmal wurde der auch politisch bedeutet oder eingesetzt, aber mit Hollywood hat es wenig zu tun, obwohl es tatsächlich so ein Comic bzw. einen Film gibt, der The Watchmen, also die Wächter heißt. Es tauchen wieder diese Vogel-, Mensch- oder Tier-Mensch-Gestalten auf, der Wolf und so weiter, und auch wieder ein Geheimnis, das da nicht preisgegeben wird, sozusagen. Dankeschön, Tschur Thoma. Also wirklich ganz spannende, tolle Arbeiten, und ich denke, wer die dekodiert haben möchte, kann sich ja gerne auch noch persönlich an Sie wenden. Dann würden wir zu Thomas Singh kommen. Auch bei Ihnen bin ich sehr, sehr froh, Thomas Singh, dass Sie den Weg in die Ecke gefunden haben. Ich denke, Sie haben hier in der Ausstellung auch ganz spektakuläre Arbeiten, muss ich wirklich sagen. Ich bin da sehr beeindruckt. Auch bei Ihren Arbeiten muss man sich, denke ich, mit dem Inhalt beschäftigen. Und vielleicht könnten Sie uns kurz Ihre Arbeitsweise erklären und was der Betrachter eigentlich sieht, weil es erschließt sich nicht auf den ersten Blick, denke ich. Ja, das mache ich sehr gerne. Und Joe Tobe hat ja schon eine schöne Vorlage geliefert. Ich musste feststellen, dass wir aus dem gleichen
aus dem gleichen Boden oder aus einem ähnlichen Boden gewachsen sind. Ich komme aus der Literatur, der Philosophie und der Psychologie. Ich habe den Katalog gelesen, wir haben sogar schon am gleichen Lehrstuhl gearbeitet in der Komparatistik. So, und das ist natürlich ein schöner Punkt, wo man anschließen kann. Es ist in der Tat so, dass auch bei diesen Werken ein gewisser Horizont da ist. Die setzen sich alle mit abendländischer Mystik auseinander. Also das sind, man sieht ja, wenn man nahe hingeht, das sind ganz kleine Texte in Millimetergröße teilweise draufgeschrieben. Das sind eben Texte aus der abendländischen Mystik, die teilweise aus dem 11., 12. Jahrhundert kommen. Das sind die ältesten Texte aus diversen europäischen Volkssprachen oder im Lateinischen. Bis hin zum 20. Jahrhundert, zu Manuel zum Beispiel auf Französisch. Und diese Arbeiten erkunden nicht nur mit diesen Texten, sondern zur Hilfenahme dieser Texte immer ein gewisses Verhältnis von Spiritualität und Körperlichkeit, von Eros und Religion und so weiter. Und das ist so ein Thema, was sich grundsätzlich durch meine Arbeit zumindest der letzten 5, 6 Jahre durchzieht. Ich denke also, dass die Texte, die unterlegt sind, die sind nicht zufällig gewählt, sondern sie suchen sich aus dem Werk jeweils konkret eine Passage raus und stimmen das dann auf das Bild ab. Könnten Sie uns das vielleicht an dieser Arbeit kurz erklären? Genau, so ist es. Also es ist grundsätzlich so, dass Bild und Text sich irgendwie finden müssen und das ist ein sehr intuitiver Prozess. Oftmals habe ich Bilder, die Wochen, Monate, Jahre lang rumliegen und ich weiß, ich möchte da so eine Arbeit draus machen, aber ich finde nicht den richtigen Text dazu. Und umgekehrt ist es genauso. Ich lese ganz viel eben und kaufe ständig Bücher und lese mir diese alten Mystiker durch. Das ist ja wirklich ein unerschöpflicher Reichtum an Texten. Und da gibt es auch ganz viele Texte, mit denen ich arbeiten möchte, aber kein Bild dazu habe. Und so manchmal kommt das dann eben, dass das zusammenpasst und sich überlagert. Und dann kommt so ein Bild zustande. Das ist jetzt zum Beispiel, die Fotografie ist aus meinem ersten Bildband, Antonia Drake. Das ist so eine ganz lange Serie, die sich über Seiten hinzieht. Von dieser jungen Frau, die einfach in der Dusche ist und sich wäscht, was ich einfach mitfotografiert habe, das ist dann Teil von diesem Buch geworden. Und der Text, der da drauf geschrieben ist, das ist ein lateinischer Text über die Vita Sororis Agnetis, praktisch eine Hagiographie der heiligen Agnes von Prag. Und da gab es eben bestimmte Passagen über ihre Bußpraktiken und so weiter und so fort. Und über diese, was ja bei den Heiligen immer so ein Thema ist, ist dieses Thema der Reinheit und so weiter. Und das finde ich immer schön mit solchen Bildern, die eben dezidiert auch eine Körperlichkeit, auch eine moderne Körperlichkeit ausdrücken, zu überlagern und dann zu sehen eben, was da passiert. Also gar nicht das zu kontrastieren, aber einfach eine Überlagerung herzustellen und das Bild dann für sich zu sprechen lassen. Es findet ja, wie Sie sagen, eine Überlagerung statt. Was bei mehreren Bildern auffällt, ist so eine gewisse Kombination von Erotik einerseits und Religiosität andererseits. Also auch hier bei diesem Bild, also der Heiligenschein im Hintergrund, aber auf der anderen Seite die Nacktheit, die doch wahrnehmbar ist. Können Sie dieses Spannungsverhältnis irgendwo erklären? Ja, das ist eine ständige Erkundung. Ich glaube, wir leben heute auch in einer Zeit, in der Erotik oder Körperlichkeit sehr banalisiert ist und sehr in den werblichen Diskurs oder von dem werblichen Diskurs überlagert wurde, wo dieser wirklich tiefen Aspekt davon oftmals verloren geht. Und die Religion hat diesen tiefen Aspekt, auch wenn die praktizierte Religion, so wie die Kirchen sie praktizieren, das oftmals verleugnen, aber gerade wenn man in diese Texte, und das ist das, was mich daran interessiert, wenn man in diese alten Texte reinliest,
dann tut sich da ein Abgrund auf, der uns noch tausend Jahre später teilweise erschauern lässt, wenn ich mir denke, was eine Dorothea von Montau oder sowas im 11. Jahrhundert für Selbstpraktiken hatte. Da ist ein Sadomaso-Studio ein Witz dagegen, ja? So kann man das sagen. Und das ist eine Tiefendimension, das ist eine menschliche Tiefendimension, das ist eine Tiefendimension, die auch am Grunde jeder Religion irgendwo, also ich komme jetzt aus dem Christentum und deswegen ist das die Ikonografie, mit der ich arbeite, aber allein Jesus am Kreuz, das ist ein Abgrund, der sich da auftut. Und das ist, womit ich in diesen Arbeiten wieder, worauf ich mich beziehe oder was mich interessiert. Ja. Dankeschön, Thomas Singh. Ganz spannende Arbeiten. Ganz herzlichen Dank Ihnen und Joe Foma. Und ich darf das Wort nochmal zu Günter Baumann geben und lade Sie alle ganz herzlich ein, zumindest im Internet diese spannende Ausstellung zu besuchen. Und Sie können unsere Künstler jederzeit per E-Mail kontaktieren, wenn Sie Fragen zu diesen Werken haben. Dankeschön. Ja, meinerseits auch vielen Dank an Oliver, der hier heute so toll die Fragen formuliert hat, aber auch an die beiden Künstler, die sehr umfassend und ehrlich ihre Arbeiten dargestellt haben. Ich verweise noch darauf, auf unseren Katalog, den wir da herstellen ließen. Ein meines Erachtens wirklich sehr gelungener, schöner Katalog, so wie die Ausstellung natürlich auch. Der in Broschur quasi hier vorhanden ist. Die Künstler können dann jeweils ihre Exponate von uns abholen. Der Katalog wird allen unseren Ecke-Mitgliedern kostenfrei zugestellt, sodass sie auch unabhängig, ob sie jetzt hier rein dürfen in die und die Ausstellung besuchen, hier einfach einen Einblick haben, wie die Ausstellungen einen Überblick haben. Es sind natürlich nicht alle Exponate, die in der Ausstellung sind, logischerweise in dem Katalog abgebildet, aber doch umfassende Auswahl, die also schon insgesamt die Ausstellung realistisch einigermaßen wiedergibt. Natürlich ist das kein Vergleich zu dem visuellen Erlebnis, was man hat, wenn man direkt in diese Ausstellung kommt. Ich bedanke mich bei allen erstmal, wie gesagt, wir haben hier auch noch eine Liste der Künstler mit dem Titel der Arbeiten, mit den üblichen Formatangaben, Preisangaben. Ich komme auch deswegen dazu, weil diese Exponate natürlich auch zu kaufen sind. Wir werden jetzt, unabhängig davon, dass ich das jetzt in die Kamera halte, natürlich diese Liste auch noch lesbar quasi zur Verfügung stellen. Und wir hoffen natürlich, dass sich unsere Mitglieder und Freunde dazu eben vielleicht auch bemühen, dass sie sich näher damit beschäftigen und vielleicht auch Interesse haben an der einen oder anderen Arbeit. Wie gesagt, dieses Video wird in zwei Teilen ins Internet gestellt, habe ich vorhin schon erwähnt, und wird da meines Erachtens ja auch einen größeren Kreis von Interessierten erreichen. Vielen herzlichen Dank an alle für diese relativ reduzierte Performance, die wir jetzt heute hier gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht doch ab dem 16. Februar, das wäre ja so unser avisierter Eröffnungstag, 12 Uhr, diese Galerieräume der Ecke-Galerie stehen uns diesen Monat, also das heißt nächsten Monat jetzt, also Februar quasi, zur Verfügung. Und ich denke, dass wir vielleicht doch die Chance haben, ein paar Tage jeweils ohne Montag, Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 12 und 18 Uhr hier Besucher empfangen zu dürfen. Unter den üblichen Auflagenbedingungen natürlich, klar. Also mein herzlichen Dank gilt allen Künstlern und allen Anwesenden, dass wir das heute so meinerseits gut hier durchführen konnten. Vielen herzlichen Dank. Und bis bald. Danke.